Mit einem Güterzug ist 8287-77 der Dampflok Freunde Berlin von Kiez nach Berlin unterwegs. Leider ist die Baureihe 52 im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte entstanden. Für nur 5 Jahre konzipiert und nur mit dem Mann ausgerüstet, sollte sie nach dem Endsieg wieder ausscheiden. Doch in mehr als 45 Jahren Einsatzzeit bewährte sich die Kriegslok eher in Friedenszeiten. Ein Eisenbahnverkehr ohne 52er wäre nach dem Kriege nur schwer vorstellbar gewesen. Gerade zu Zeiten der jungen DDR ist die Baureihe 52 nicht wegzudenken. Folgen Sie uns in die Geschichte der Baureihe 52. Nicht weniger als 6.383 Maschinen kamen von 1942 bis Ende 1944 zur Deutschen Reichsgesellschaft. Rechnet man noch die zahlreichen Nachbauten anderer Bahnverwaltungen dazu, sind es sogar 6.750 Exemplare. Eine Größenordnung, die im Lokomotivbau wohl einzigartig sein dürfte. Die Lokomotiven der Baureihe 52 nehmen im Beschaffungsprogramm der Reichsbahn eine Sonderstellung ein. Weder im ersten Beschaffungsplan von 1924, noch im zweiten von 1934 und auch nicht im dritten von 1939 war die Baureihe 52 vorgesehen. Doch schon am 12. September 1942 verließ 52001 die Borsigwerke in Berlin. Unser Güterzug mit 8287-77 ist auf der reizvollen Ostbahn unterwegs. Fast die gesamte Strecke zwischen Berlin und Kiez verfügt noch über doppelte Telegrafenmasten. Ende 1941 standen auf dem Beschaffungsplan der Reichsbahn nur noch 3 Lokomotiven. Die Baureihen 44, 50 und 86, die für die Kriegsführung Bedeutung besaßen. Die Reichsführung glaubte in völliger Verblendung, dass die Bahn zum entscheidenden Faktor des Nachschubs in der Sowjetunion werden müsse. Nachdem der Nachschub im Winter 1941-42 fast völlig zusammenbrach und die ungeeigneten Loks der Deutschen Reichsbahn streikten, sollte plötzlich die Massenfertigung einer neuen Lok die Wende bringen. Noch 1941 forderte Hitler die sprunghafte Steigerung der Lokomotivproduktion. Diese konnte von der Industrie nur durch einschneidende Vereinfachung in Konstruktion und Fertigungsbeschleunigung erreicht werden. Bisher wichtigste Lokomotive im Krieg war die Baureihe 50. Insbesondere die Achsfahrmasse von nur 15 Tonnen und die Leistung, einen 1200-Tonnen-Zug noch mit 65 Kilometern in der Stunde zu ziehen, machte die Baureihe 50 im Krieg universell einsetzbar. Hier 50849 der Deutschen Reichsbahn vor einem Personenzug Zwickau-Aue. 50849 ist noch weitgehend im Originalzustand erhalten und wurde als Traditionslok der Reichsbahn geführt. Schnell erkannte man, dass die von verschiedenen Fabriken eingereichten Vorentwürfe für eine neue Kriegslok wenig hilfreich waren. Denn ein Neuanfang hätte zum Stillstand der Produktion geführt. So kam es zum fließenden Übergang von der Baureihe 50 zur Kriegslok. Im März 1942 ging es mit den ersten UK-Loks los. Die im Spätsommer 1942 von Henschel und Krauss-Maffei gefertigten 50er sahen auf den ersten Blick bereits aus wie 52er. Auch 50-2988, der Eurovapor, ist eine UK-Lok. Nach dem Krieg erhielt sie bei der Bundesbahn das heutige Aussehen. In einem NS-Propagandafilm wurde 1943 die vereinfachte Produktion der Baureihe 52 zeitgemäß dargestellt. Thank you.
viele Bauarten für unzählige Zwecke schaffen und dabei Abertausenden Brot geben. So hieß das Friedensprogramm der deutschen Lokomotivwerke. Doch der Krieg brachte auch hier eine revolutionäre Wendung. Die Konzentration aller Kräfte auf ein Ziel. Nur noch eine Lokomotive, die auf allen Strecken in Frost und Hitze durchhält. Nur noch eine Lokomotive, aber die beste und einfachste für den Einsatz im Kriege. Nur noch eine Lokomotive, doch gemeinsam gebaut von allen Lokomotivwerken des Reiches. Das erforderte die sinnvolle Verteilung der Arbeit auf viele Werke, die strengste Normung aller Teile, die äußerste Vereinfachung jeden Werkstückes. Das heißt, jährlich Tausende von Lokomotiven mehr als im Frieden bauen, ohne mehr Arbeitskräfte als bisher zu beanspruchen. Das bedeutet, die Weite des europäischen Raumes meistern, soweit Räder über Schienen rollen. Radsätze, Druckbehälter, Funkenfänger, Treibstangen, Rotzylinder und viele andere Lokomotivteile sind planmäßig von den anderen Werken angeliefert worden. Der Bau der Kriegslokomotive 52 kann auf vollen Touren laufen. ...1942 wurde der Reichsbahn die Zuständigkeit für die Lokomotiventwicklung entzogen. Als hilfreich erwies sich der tödliche Unfall des bisherigen Ministers für Bewaffnung, Fritz Todt, denn der von Hitler eingesetzte Nachfolger Albert Speer begann sofort aufzuräumen. Er erteilte die Hoheit über die Lokentwicklung dem Hauptausschuss für Schienenfahrzeuge unter der Leitung von Degenkolb. Als Vater der Kriegslok gilt Adolf Meckel, dem bisherigen Leiter der Vereinheitlichungsbüros der Lokindustrie. Die neue Kriegslok sollte die gleichen Leistungskriterien wie die Baureihe 50 haben, aber deutlich an Arbeitsaufwand und Material einsparen. Hinzu kam, dass die Wehrmacht für die Jahre 1943 und 1944 jeweils 7500 Lokomotiven forderte. Im September 1942 rollte der erste Prototyp bei Borsig in Berlin aus den Hallen. Das Ergebnis war mehr als beachtlich. Die Baureihe 50 bestand aus 6000 Teilen, dagegen waren es bei der 52 nur noch 5000, wovon noch 3000 vereinfacht ausgeführt waren. Etliche Tonnen Material konnten eingespart werden, davon 2,65 Tonnen Buntmetall. Die Arbeitszeit verringerte sich je Maschine um 6000 Stunden. Die Vereinfachungen gegenüber der Baureihe 50 waren so umfangreich, dass wir Ihnen nur die wichtigsten nennen werden. Entfallen ist der Knorr-Oberflächenvorwärmer. Eine zweite Strahlpumpe ersetzte die Speisepumpe. Gänzlich verzichtete man anfangs auf Windleitbleche. Große Veränderungen gab es auch am Fahrwerk. Bei der Steuerung entfiel der Schieberkreuzkopf. Der Voreilhebel erhielt eine Pendelaufhängung. Die Herstellung der Treib- und Kuppelstangen stellte man auf Massenproduktion um. Der Barrenrahmen wurde durch einen einfacher zu bearbeitenden Blechrahmen ersetzt. Lediglich 300 Maschinen erhielten noch Barrenrahmen aus Restbeständen. Am 8. Juli 1943 verließ 52 48 66 die Maschinenbau- und Bahnbedarfs AG Babelsberg, als Ohrenstein und Koppel wohl bekannt. Für die Baureihe 52 sind der Leichtbauwannentender 22T30 und der Steifrahmentender der Bauart 4T30 entwickelt worden. 1108 Maschinen erhielten einen erweiterten Frostschutz. Hierzu gehörten die Isolierung von Kessel, Tenderwasserkasten und der Luftpumpe.
Am 3. Juli 1943 feierte man in der Maschinenbau- und Bedarfs AG in Babelsberg die Erfüllung des Führerbefehls, pro Monat 500 Lokomotiven zu bauen. Wenige Tage später kam es auf dem Verschiebebahnhof Sedin bei Berlin zur Parade von 51 neuen Lokomotiven, der höchsten erreichten Tagesleistung aller Lokomotivfabriken. Einige Altbau 52er sind bis in unsere Tage erhalten geblieben. So auch 52 48 67, die heute zur historischen Eisenbahn Frankfurt gehört. Am 10. Juli 1943 verließ sie die Werkhallen in Babelsberg. Von 1945 bis 1970 gehörte 52 48 67 zur österreichischen Bundesbahn. 1980 kam die Maschine von der Graz-Koflacher Eisenbahn zu den Frankfurtern. Seit einigen Jahren erfreut sie gelegentlich Ausflügler mit Sonderzügen auf der Frankfurter Hafenbahn oder, wie hier, zwischen Frankfurt-Höchst und Königstein. Im BW Berlin-Schöneweide standen noch 1990 etliche 52er im Planeinsatz. Zwar nicht im Zugdienst, sondern nur zum Weichenheizen. Bereits ihrer Windleitbleche beraubt ist 52 81 70. Die Nachkriegsbestände beider deutscher Bahnverwaltungen waren sehr unterschiedlich. In den Westzonen konnten 706 Maschinen gezählt werden. Dagegen waren es im Osten rund 1500. Die Bundesbahn trennte sich bereits ab 1953 von der Baureihe 52. 1963 waren alle 52er bei der Deutschen Bundesbahn verschwunden. Die Reichsbahn hingegen war dringend auf die Kriegslokomotiven angewiesen, da der Bestand der Baureihen 44 und 50 zu gering war.
Nach ersten Generalreparaturen, die insbesondere Mängel und kriegsbedingte Vereinfachungen beseitigen sollten, stellten sich bei vielen Maschinen Schäden am Langkessel ein. Da die Baureihe 52 bei der Reichsbahn noch über mehrere Unterhaltungsabschnitte laufen sollte, entschied man sich für einen Neubaukessel und eine Rekonstruktion. Heute bei den Eisenbahnfreunden Zollernbahn zu Hause ist 528055. 1962 erfolgte die Rekonstruktion aus 521649 im RAW Stendal. Dort erhielt sie einen Neubaukessel, der baugleich mit dem der Rico 50 ist. Er verfügt über eine Verbrennungskammer mit kleinerer Rostfläche, aber größerer Strahlungsheizfläche. Rekonstruiert wurden nur Maschinen mit Blechrahmen, da sich dieser leichter an den neuen Kessel anpassen ließ. Typisch für die Rico 52 ist der Mischvorwärmer vor dem Schornstein. Wegen des Platzbedarfs der Mischvorwärmeranlage musste ein Hauptluftbehälter auf dem Umlauf untergebracht werden. Beheizt wurden die Rangierbahnhöfe Schöneweide und Wuhlheide. Hier macht 528087 kräftig Dampf. Auf dem Güterbahnhof Wuhlheide ist gerade Wachablösung. 8 Stunden musste das Personal mit ihrer Lok hier Weichen heizen. Abgelöst wird 528055 von 528177. Von 1960 bis 1967 rekonstruierte das RAW Stendal insgesamt 200 Maschinen. Viele standen bis weit in die 80er oder sogar bis in die 90er Jahre im Dienst. 1992 gab es die letzte große 52er Parade im BW Schöneweide. Nicht weniger als 7 Maschinen waren im Rundlokschuppen aufgereiht. 528087 stand für sogenannte Drehscheibenfahrten unter Dampf. Ebenfalls zum BW Berlin Schöneweide gehört die Altbau 526666. Seit Mai 1981 war 526666 betriebsfähige Traditionslok der Reichsbahn. Hier verlässt sie mit dem Feldener Traditionszug den Bahnhof Berlin Zoologischer Garten. Im Frühjahr 1991 weilte 526666 zu Anpassungsarbeiten am Tender im RAW Meiningen. Hier erhielt sie einen Steifrahmentender der Bauart 4T30. Der Tender hatte als Wasserwagen in Köthen überlebt. Rein zufällig fand zur gleichen Zeit eine Plandampfveranstaltung auf der Strecke Arnstadt-Meiningen statt. In Doppeltraktion verlassen 44/10/93 und 52/66/66 den Bahnhof Gehlberg. In Oberhof ergänzt 52/66/66 ihre Wasservorräte. Gut zu erkennen ist die Frostschutzverkleidung über der Luftpumpe auf dem Umlauf. Die Arbeitsgemeinschaft 4x6 des BW Berlin Schöneweide hatte die Frostschutzverkleidung originalgetreu nachgebaut.
wieder zu Hause in Berlin konnte 52 66 66 bei einigen Sonderfahrten ihren Steifrahmentender vorführen. Hier verlässt sie den Bahnhof Mittenwalde bei Berlin. Am 27. Oktober 1943 verließ 52 66 66 die Skoda-Werke in Pilsen. Im Betriebsbuch ist als erste Heimat das BW Nossen in Sachsen eingetragen. Bis 1949 blieb sie in Sachsen. Über Stendal erreichte 52 66 66 am 15. Oktober 1949 den Berliner Raum. Seit Ende 1971 ist das BW Berlin Schöneweide ihre Heimat. Seit September 1984 bemühte sich die Arbeitsgemeinschaft 4x6 um die Maschine. Wie wir schon gehört haben, wird 52 66 66 seit 1981 im Traditionsbestand der Deutschen Reichsbahn geführt. Leider hat die Deutsche Bahn AG kein großes Interesse an der letzten bahneigenen Altbau 52. Mit Fristablauf im Sommer 1993 endete die über 50-jährige Geschichte. Ihren letzten Einsatz hatte 52 66 66 auf der Heidekrautbahn bei Berlin. Hier mit dem Feltener Traditionszug vor Barsdorf. Zum Fahrplanwechsel 1991-92 kehrten sogar einige Reko 52er in den Planbetrieb zurück. Schon seit langem hatte die Reichsbahn ein samstägliches Eilzugpärchen Nauen-Berlin-Lübbenau im Programm. Nach ersten Versuchen im Herbst 1990 wurde der Eilzug regelmäßig dampfbespannt. Was lag näher, die Wustermarker und Schöneweide 52er einzusetzen? Einfahrt in den Bahnhof Zoo hat die Wustermarker 52 8006. Heute steht die Maschine in Hermeskeil.
Als Verstärkung kam aus Frankfurt-Oder 5281-17 nach Wustermark. Hier erreicht sie den ehemaligen Grenzbahnhof Friedrichstraße. Ebenfalls zum BW Wustermark gehörte 5285. Markant ist der große Schneeräumer. Zum Bestand des BW Schöneweide gehörte 5280-79. Hier schlängelt sich der Zug vom Alexanderplatz über Janowitzbrücke Richtung Hauptbahnhof. Begeben wir uns in die 70er Jahre, wo die Baureihe 52 noch maßgeblich am Betriebsgeschehen der Reichsbahn beteiligt war. 52er Hochburg war das BW Brandenburg südlich von Berlin gelegen. Mit einem schweren Güterzug macht sich 5281-50 auf den Weg.
Sogar als zweifelhaftes Kunstobjekt wurde die Baureihe 52 missbraucht. Der Aktionskünstler Wolf Vostell ließ die Wustermarker 52-27-51 auf den Rücken legen. Das Kunstwerk erhielt die Bezeichnung La Tortuga und sollte eine auf dem Rücken liegende Schildkröte symbolisieren. Über Kunst lässt sich nun mal nicht streiten. Von 1987 bis 1990 musste 52-27-51 auf ihre Rettung warten. Zwei Kräne drehten die Lok wieder auf die Räder. Heute befindet sich 52-27-51 im Kunstmuseum in Marl. Allerdings wieder mit den Rädern nach oben. Zurück zu den betriebsfähigen Exemplaren. Anlässlich einer Plandampfveranstaltung war 52-8200 mit einem Güterzug am Klotscher Berg bei Dresden unterwegs. Sie ist die letzte rekonstruierte Lokomotive der Baureihe 52. Erst 1967 entstand im RAW Stendal aus 467 die heutige 8200. Ebenfalls 1967 rekonstruiert ist 52-8195, die in Wilten in Sachsen auf Ausfahrt wartet. Am Haken hängt ein schwerer Güterzug, der nach Bischofswerda soll. In Putzkau wird das 21-bogige Steinbogenviadukt über das Tal der Wesenitz überquert. Besonders im ostsächsischen Raum waren viele 52er stationiert.
wo sie im Güter- und Personenzugdienst standen. An alte Zeiten knüpft die Engelsdorfer 5281-54 in Bautzen an. Auch die Engelsdorfer 5281-54 ist heute in privaten Händen. Der Verein Eisenbahnmuseum Bayerischer Bahnhof zu Leipzig betreibt seit 1993 die Maschine. Hier erreicht sie den Bahnhof Schirgeswalde-Kirchau. Im BW Zittau sind, Gott sei Dank, noch alle Anlagen zur Dampflokversorgung vorhanden. So findet sich ein betriebsfähiger Wasserkran und eine Drehscheibe, für den Dampflokeinsatz nun mal unentbehrlich. Rund 30 Kubikmeter Wasser und 10 Tonnen Kohle fasst der 2,2 T30 Wannentender.
Natürlich konnte 52, 81, 54 ihre Leistung auch wieder im Güterzugdienst unter Beweis stellen. Zusammen mit der Glauchauer 58, 30, 47 ist die Engelsdorfer Maschine von Görlitz nach Bautzen unterwegs. Zurück zum Personenzugdienst, eher gesagt zum Nebenbahndienst, denn auch auf Nebenbahnstrecken war die Baureihe 52 anzutreffen. Hier erreicht 52 81 54 den Haltepunkt Halbendorf.
Zur Kriegslokgeschichte gehört auch das Kapitel 52er im Ausland, die praktisch über ganz Europa verteilt sind. Große Bestände gingen als Reparationsleistungen in die damalige Sowjetunion. Dort erhielten die Maschinen die russische Baureihenbezeichnung TE. Die Loknummer blieb erhalten. Fast bis in die heutigen Tage hielt die sowjetische Staatsbahn große Mengen an Maschinen als strategische Reserve vor. Aus diesem Bestand kommt 52, 59, 33, die betriebsfähig aufgearbeitet zurzeit in Löbau untergestellt ist. Als sogenannte Beuteloks reihte die polnische Staatsbahn die im Osten verbliebenen 52er ein. Sie erhielten die Baureihenbezeichnung TY2. Mit einem Güterzug ist TY406 unterwegs. Bis 1946 trug sie die Nummer 524770. Die polnische Staatsbahn hatte die Reihe TY2 bis in die 90er Jahre im Plandienst. Dampflok Hochburg in Polen ist das BW Wolsztyn. Auf der Scheibe ist TY42148, ein polnischer Nachbau. Von 1945 bis 1951 fertigten polnische Fabriken aus vorhandenen oder nachgebauten Teilen die Reihe TY42. 50 Jahre danach ist TY42148 mit einem Personenzug unterwegs. Auch die österreichische Bundesbahn konnte nach dem Krieg auf eine große Anzahl von 52ern zurückgreifen. Lange Zeit standen die Maschinen, wie hier am Semmering, im schweren Gebirgsbahndienst. In Doppeltraktion befördern 52 1198 und 52 49 84 einen Kohlezug Richtung Mürzzuschlag. Thank you.
Wir sind wieder im Berliner Raum. 52-81-77 ist mit der zweiten Fuhre nach Kiez unterwegs. Die heutige 52-81-77 verließ 1944 die Werkhallen der MBA in Babelsberg. Die Rekonstruktion erfolgte im November 1966, wie bei allen Reko 52ern, im RAW Stendal. Seit 1955 ist die Lok im BW Schöneweide stationiert. Die Ausmusterung erfolgte im August 1991. Im Dezember des gleichen Jahres erwarben die Dampflokfreunde Berlin die 52-81-77. In eigener Regie konnten die Schöneweider Eisenbahnfreunde die Lok wieder betriebsfähig machen. Beseitigt werden mussten unter anderem die Folgen eines Wasserschlags. Müncheberg in der Märkischen Schweiz ist erreicht. Das Personal nutzt den Halt zu einer kleinen Ruhepause. Vor der Abfahrt sorgt der Heizer wieder für ordentlich Dampf. Rund 53 Jahre Baureihe 52 liegen zurück. Als Kriegslok geplant und nur für eine kurze Einsatzzeit vorgesehen, bewährte sich die Baureihe 52 eher als Friedenslok. Sie ist zwar nicht die laufruhigste Maschine, doch leisteten die vielen Exemplare immer treue Dienste. Wünschen wir den noch zahlreich vorhandenen Lokomotiven der Baureihe 52 noch ein langes Betriebsdasein und immer eine Handbreit Wasser über der Feuerbüchse.